Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage. Was sollte man denn bei den Vorsorgeuntersuchungen in Bezug auf die Interpretation der Ergebnisse oder auch die möglichen Risiken nochmal beachten? Ja, das lässt sich natürlich so pauschal überhaupt nicht sagen. Die Risiken sind ja im Vergleich gering. Bei der Brustkrebsvorsorge, also diesem Mammographie-Screening, besteht eben vor allem das Risiko, dass man Dinge entdeckt, die sich tatsächlich als gar nicht behandlungsbedürftig herausstellen später. Und es gibt ein sogenanntes Karzinoma in situ. Das ist eine Krebsvorstufe, die aber niemals zu Krebs würde. Also das ist eine stabile Stufe. Und wenn man jetzt da therapeutisch eingreift, die rausschneidet oder sowas, dann ist das vollkommen überflüssig. Ja, und dieses Risiko steht eben bei diesem Mammographie-Screening immer da. Es besteht immer die Gefahr, dass man unnötige Eingriffe macht. Das ist eben beim Darmkrebs nicht der Fall. Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen für die Hörer, auch falls sie so eine Diagnose bekommen und dann, dass sie auf diesen Begriff auf jeden Fall mal achten sollten. Das Gleiche sind diese Untersuchungen auf Hautkrebs, Melanom, schwarzer Hautkrebs, bringt definitiv auch nichts. Wird auch von der Krankenkasse bezahlt, aber das, seit es das gibt, und das gibt es ja schon lange, ist die Anzahl an Todesfällen überhaupt nicht zurückgegangen. Das müsste sie aber. Und Länder, in denen das Melanom, der schwarze Hautkrebs, sehr viel häufiger, zum Beispiel Australien wegen der starken Sonneneinwirkung, kennen sowas gar nicht. Also das ist auch eine Maßnahme, die Haufen Geld kostet und der Effekt ist praktisch null. Und wenn man dann selbst feststellt, dass diese Hautstellen irgendwie schmerzen bzw. irgendwie unüblich sind, dann ja, sollte man das auf jeden Fall das unbedingt im Auge behalten bzw. zum Hautarzt nochmal gehen. Ja, also ganz besonders, wenn sie sich verändern. Wenn die größer werden, wenn sie eine höckrige Oberfläche kriegen, wenn die Farbe intensiver wird oder Schmerzen, aber Schmerzen ist schon eher selten. Dann sollte man machen. Aber dieses regelmäßige Kontrollieren lassen bringt nichts. Es werden dabei immer wieder Sachen rausgeschnitten. Gut, das ist jetzt kein großer Eingriff, aber in den meisten Fällen wird das vollkommen überflüssig, weil sich das gar nicht verändert. Es gibt eine bestimmte Stufe dieses Melanoms. Das sind so Veränderungen, die so 2 Millimeter dick sind. Die sind echt Fälle, aber die werden ganz, ganz selten mal entdeckt. Also insofern könnte man das auch getrost sein lassen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!